Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute spreche ich mit einem spirituellen Lehrer, der mittlerweile ein lieber Freund geworden ist, der auch schon mal bei uns bei Mystica war. Und das ist Anzi. Ich grüße dich. Hallo Thomas. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Bin gespannt, was es Neues von dir gibt. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, hier geht es um Bewusstsein, Erwachen, Erleuchtung, vermutlich, denn Anzi beschäftigt sich mit diesen Themen. Und du warst das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren hier. Jetzt bist du auf der einen Seite ein Mensch, wenn ich es richtig verstanden habe, der auf gewisse Art und Weise erwacht und erleuchtet ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch Veränderungen in deinem Leben. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, in den letzten 4 Jahren, was hat sich da vor allem in deinem Leben verändert? Also im Wesentlichen hat sich nichts verändert. Mhm. Und das im Wesentlichen groß geschrieben. Das ist immer noch hier, genauso wie es damals auch hier war. Und sonst ist alles gewachsen. Und es gibt neue Bücher. Genau, hier. 2 Bücher, Kamposten Verlag erschienen. Ja, das ist eigentlich eine total spannende Geschichte eigentlich, weil beim letzten Interview haben wir ja besprochen, dass oder erwähnt, dass ich beim Lesen eines Buches erwacht bin. Ja. Und dieses Buch ist ja im Kamphausen Verlag erschienen. Genau. Und jetzt bin ich auch beim Kamphausen Verlag. Und ja, das ist für mich eine große Ehre und Freude. Mhm. War es leicht, diese Bücher zu schreiben? Ja. Also es wäre leicht noch schwer. Es fühlt sich einfach sehr natürlich an, mhm, zu schreiben. Mhm. Und wenn du sagst, also es gibt einen Teil, der sich gar nicht verändert, der ist einfach... Der Wesentliche. Der Wesentliche. Mhm. Und das ist im Grunde bei uns allen so, aber uns ist es nicht bewusst. Ja. Hilft es sich, dem bewusster zu werden? Diesem, was nie vergeht? Es gibt nichts Schöneres im Leben, als sich darüber bewusst zu werden, wer oder was man ist. Mhm. So, ob's dir wird es nicht helfen, weil in dem Moment, wo du das erkennst, bist du nicht mehr du, sondern das. Also das ist das Paradoxe. Mhm. Das ist das Paradoxe an der spirituellen Suche. Dass, mhm, bei jeder anderen Suche bist du der Suchende und der Findende. Mhm. Wenn du eine Socke suchst, sage ich immer gerne, dann bist du der Suchende und wenn du sie gefunden hast, bist du der Findende. Ja. Und bei der spirituellen Suche ist das komplett anders. Der Suchende erlischt. Und dann bleibt etwas anderes übrig, mhm, was vorher auch schon da war, aber unbemerkt blieb. Und das, was erlischt, das macht ja oft einem, dem Suchenden, auch so ein bisschen Angst, weil er nicht weiß, was verschwindet. Im Grunde verschwindet alles, oder? Für den Suchenden verschwindet alles, aber es wird auch erkannt, dass dieses alles eigentlich nur die Täuschung war. Mhm. Also es verschwindet eigentlich nur die Unwahrheit oder die Täuschung. Und die Wahrheit bleibt, ist da, war immer da, wird immer da sein. Mhm. Und ist identisch mit dem, was du bist. Und diese Wahrheit kann ich aber jetzt auch schon fühlen, auch wenn ich noch nicht erwacht erleuchtet bin oder erfahren oder... Nee, die Wahrheit und Erleuchtung und Erwachen ist in diesem Fall synonym. Mhm. Und fühlen kannst du das nicht, weil das kein Gefühl ist. Mhm. Weil es gibt kein Gefühl, das immer bestehen bleibt. Mhm. Die Natur des Gefühls ist vergänglich. Also der Erwachte fühlt aber doch auch noch, oder? Oder ist es etwas anderes? Also Gefühle kommen und gehen, die sind da, aber das hat nichts mit dem Erwachten zu tun, so vielleicht?
Ja, es ist halt wieder paradox. Ja, das macht die Sache so spannend und interessant. Also Gefühle sind auf jeden Fall da und sind ein Ausdruck deiner intuitiven Intelligenz. Und die wirst du nicht verlieren, Gott sei Dank. Und ich glaube, ich habe auch schon beim letzten Mal gesagt, dass man eigentlich noch viel intensiver fühlt als vorher. Ja. Und gleichzeitig ist es so, als gäbe es da wie so eine Art Panzerglas, durch das kein Gefühl wirklich bis hin zu dir selbst dringt. Das heißt, du bist immer geschützt auf der einen Seite und auf der anderen Seite erlebst du alles intensiver, vielleicht gerade deshalb, weil du geschützt bist. Das ist aber immer so. Also, ja. Es kommt dir nur so vor. Leiden ist eine Täuschung. Und das ist aber total vor dem Erwachen, wird das total real erlebt und soll auch gar nicht bestritten werden, dass das real erlebt wird. Und nach dem Erwachen wird das auch real erlebt, aber die Dimension deines Selbst ist viel wirklicher als ein Gefühl. Ein bisschen so wie die Realität, die du als Realität bezeichnest, wirklicher ist als ein Film, den du schaust, der dich aber emotional mitnimmt. So, du schaust den Film, du wirst emotional mitgenommen, du weißt aber, dass diese Emotion eigentlich auf einer Illusion beruht. Weil du dich gerade reinsteigerst in den Film. Und deshalb fühlst du dich nicht so betroffen von der Emotion, obwohl sie auch sehr intensiv sein kann. Du kannst sie sogar genießen, egal welche Emotion es ist. Genau, weil du weißt, du bist geschützt. Weil du weißt, das ist eigentlich gar nicht dein Leben, dieser Film. Und genauso oder sehr ähnlich ist es dann auch in der sogenannten Wirklichkeit. Dass du fühlst etwas, du erlebst etwas, aber das ist nicht so wirklich wie das, was du bist. Und das, was du bist, ist nicht davon betroffen. Ja, wenn ich so zuhöre, habe ich manchmal das Gefühl, da sind keine Fragen mehr, weil dieses mich hineinschwingen in dieses Sein, gibt es auch keine Fragen mehr. Und trotzdem ist man später wieder im anderen Zustand und wünscht sich eigentlich wieder dieses Sein herbei. Also sozusagen der Nicht-Erleuchtete wünscht sich dann schon mehr in diesem Sein zu sein. Ja. Was hilft uns dabei? Wie können wir diesen Zustand vielleicht verstärken oder länger fühlen oder mehr? Das ist keine zielführende Frage, weil du kannst nur fragen, was hilft dir dabei? Ja, okay. Weil es bei jedem Menschen anders ist. Weil es bei jedem Menschen anders ist. Verstehe. Und weil auch das Timing auch immer anders ist. Du könntest die Frage jetzt stellen, ich könnte etwas sagen und du könntest die Frage nochmal in einer Stunde stellen, ich könnte etwas ganz anderes sagen. Ja, das ist aber interessant, gut. Ja. So. Das heißt, okay, das gilt nur für dich und für jetzt. Ja. Also, liebe Zuschauer, jetzt geht es mal kurz um mich. Was hilft mir jetzt, mehr in diesem Zustand zu sein und zu bleiben? Dieser Zustand, den ich fühle und manchmal erlebe, ja, aber der auch oft nicht da ist. Nichts zu wollen. Anzuhalten. Ein bisschen so. Ich habe vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das schon bei unserem letzten Interview der Fall war, habe ich beim letzten Interview schon das mit dem Einschlafen gesagt, dass es so ähnlich ist? Ich glaube nicht im Interview. Ich glaube im Gespräch. Erzähl doch mal. Gerne. Aber es war, es ist so dieses, es ist wie beim Einschlafen. Und das Einschlafen hat irgendwie so zwei Phasen. Die erste Phase ist eine aktive Phase. Das heißt, und diese Phasen folgen aufeinander. Das heißt, irgendwann entscheidest du dich, ich möchte jetzt schlafen gehen. Und dann bereitest du dich vor. Du gehst ins Bad, ziehst dich aus, legst dich ins Bett, entspannst dich und du kannst auch nichts irgendwie das vorher irgendwie planen. Du kannst nichts, gestern kannst du nichts dafür tun, dass du morgen irgendwie deinen Schlaf vorbereitest. Sondern du kannst es nur jetzt entscheiden, und jetzt sofort umsetzen. Und dann liegst du im Bett.
Und dann kommt eine zweite Phase. Denn du weißt, sobald du dich hingelegt hast und dich entschlossen hast einzuschlafen, kann dein Ego nichts mehr tun, damit du einschläfst. Mhm. Okay. Und du machst etwas, was man als Hingabe bezeichnen könnte. Du lässt nämlich dich und das, was du willst, los. Ja. Weil du aus Erfahrung weißt, du kannst hier nichts beitragen. Im Gegenteil, je mehr du es versuchst, desto schwieriger schläfst du ein. Das ist auch schön. Schönes Bild. Toll. Mhm. So. Und beim Erwachen läuft das sehr ähnlich ab. Erst ist da eine aktive Phase. Oder sagen wir, davor gibt es noch irgendeine inspirierende Phase, wo du sagst, ja, das ist das, was ich möchte für mein Leben. Das resoniert mit meinem Herzen. Also eine Entscheidung muss sein oder kann man so auch nicht sagen? Kann man so auch nicht sagen. Nee. Ich sage einfach nur, wenn es bewusst abläuft. Manchmal, okay. Es gab ja Fälle, wo Leute gar nichts gesucht haben und aufgewacht sind. Aber wenn du das schon mal gehört hast und dann eine Resonanz fühlst, ja, ich möchte frei sein. Ich möchte wissen, was ich bin. Ich möchte die Wahrheit wissen. Ich möchte den Sinn verstehen. Ich möchte bedingungslose Liebe erfahren. Ich möchte wissen, was an mir nicht stirbt. Um wirklich frei zu sein. Mhm. Dann kommt es zu dem Punkt, wo du das als oberste Priorität in deinem Leben erhebst. Das ist wichtig. Mhm. Dann kommt, was ich jetzt die aktive Phase genannt habe, du entscheidest dich, irgendwo hinzugehen, wo du scheinbar, wo das unterstützt wird. Zum Beispiel zu einem Lehrer. Zum Lehrer zum Beispiel. Mhm. Oder indem du ein Buch liest, was von einem Lehrer geschrieben wurde, zum Zwecke des Erwachens. Wie diese beiden Bücher. Ja. Und dann bist du hier. Und dann tust du in Anführungsstrichen das Gleiche wie beim Einschlafen, ohne dabei einzuschlafen. Mhm. Und dann entsteht ein Raum der Stille. Und es hängt nicht von dir ab. Das ist das Schöne, es hängt nicht von dir ab, wie beim Einschlafen auch. Du brauchst nur Vertrauen. Und du kannst auch nicht sagen, dass du das nicht kannst, weil du das spätestens seit deiner Geburt jeden Tag trainiert hast, dein Ego hinzugeben. Weil andernfalls könntest du gar nicht einschlafen. Zumindest nicht bewusst. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch etwas, was darauf wartet, dass etwas passiert? Die Instanz kannst du auch loslassen, weil du selbst kein Geschehen bist, sondern die Quelle der Aufmerksamkeit, die ja schon da ist, sonst würdest du diesen ganzen Augenblick nicht erleben. Und indem du tiefer und tiefer loslässt, alles, was du willst, alles, was du weißt, alles, was du für dich haben möchtest, löst sich eine imaginäre Grenze auf zwischen einem scheinbaren Ich und dem Sein. Und vielleicht merkst du das anhand eines aufkommenden Friedens. Vielleicht merkst du das anhand einer Freude, die kommt. Dann ist das schon die richtige Richtung. Mhm. Das zeigt an, dass du dich immer tiefer entspannst. Aber das ist noch nicht das. Weil wir nie eine Veränderung suchen. Sondern das, was der rote Faden jedes Augenblickes ist, jede Erfahrung, jedes Zustandes, jedes Gefühls. Mhm.
Man könnte sagen, da ist etwas hier ohne dich, ohne die Idee eines Ichs. Mhm. Und dann ist die Frage, wie sehr bist du bereit, dich daran zu verlieren? Mhm. Weil du kannst dich nicht mitnehmen. Übrigens ja. Auch genauso wie beim Einschlafen. Ja. Wenn es passiert, ja, das ist übrigens dann auch der Unterschied zum Einschlafen, weil es tatsächlich so eine Art Veränderung gibt. Das ist hier nicht so genau so. Weil das Leben geht weiter, auch wenn du plötzlich realisierst, was du bist. Aber die Instanz, die alles losgelassen hat, die kann auch beim Einschlafen, nachdem du eingeschlafen bist, im Schlaf nicht sagen, ich hab's geschafft. Die ist einfach weg. Ja. Und beim Erwachen verschwindet sie im Idealfall wie immer. Die Instanz, die es geschafft hat. Mhm. Okay. Dieser Wandel, letztendliche Wandel, ist dann immer auch ein konkretes Erleben? Oder kann das auch super sanft alles geschehen? Das kann auf allen Wegen geschehen und mhm. Das ist nicht das Entscheidende. So, aber ja, das Leben, was dann typischerweise passiert, je mehr man sich entspannt, ist, dass das Leben dir eine Herausforderung schickt, mhm. um dein Vertrauen zu testen. Ohne das jetzt zu ernst zu nehmen, wie ich das jetzt ausdrücke. Aber es scheint fast so. Mhm. Es scheint fast so, als kommt dann meistens irgendeine Art Emotion oder ein Gedankenstrom, der Instanz, die du loslässt, bedrohlich erscheint. So nach dem Motto, gucken wir mal, ob, also das Leben sagt dann, ob er mir immer noch vertraut, mhm. ob er immer noch bereit ist, die Kontrolle nicht aufzunehmen, im Unterschied auch wie beim Einschlafen. Beim Einschlafen ist es relativ sanft, da kommt nichts irgendwie, keine mhm. Herausforderung, mhm. sondern das ist ein Prozess der graduellen Entspannung und dann mündet das ins Einschlafen. Mhm. Mhm. Und hier kann es so sein, du lässt alles los, du gibst dich hin, du übst keine Kontrolle aus, du weißt nichts, du bist nichts. Und plötzlich kommt irgendwas, der Gedanke verrückt zu werden oder eine Angst oder Verzweiflung mhm. oder tiefe mhm. Müdigkeit oder Langeweile, passiert überhaupt nichts. Was auch immer dein Ego... Oder die Angst, alles zu verlieren. Ne? Also die Angst, alles zu verlieren. Was ich jetzt so ein bisschen kenne, zum Beispiel. Ja. Mhm. Zum Beispiel, die Angst, alles zu verlieren, mhm. ist ein Gedanke mit gekoppelt oder der eine bestimmte Emotion auslöst, meistens Angst. Und dann ist die Versuchung da, sagen, ja, aber die Angst will ich nicht, also übernehme ich jetzt Kontrolle. Mhm. Und ich traue dem nicht. Mhm. Ich traue nicht, dass das auch aus der Liebe passieren kann. Ich traue nicht, dass die Angst eigentlich mir hilft beim Erwachen. So, weil was immer auch erscheint, hilft dir. Mhm. Sonst würde es nicht erscheinen. Mhm. So. Und du dann immer noch, weil es dir so wichtig ist. Weil es dir so wichtig ist, dass du... Es ist so wichtig, dass du sagst, okay, selbst wenn ich dabei draufgehe, ich möchte wissen, was die Wahrheit ist. Mhm. Mir ist die Wahrheit wichtiger als mein Überleben. Mhm. Ja, spannend. Aber es ist halt auch, ich sag mal, legitim zu sagen, ich schaff's nicht ja. oder so. Oder?
Das ist alles. Dann drehst du halt eine Ehrenrunde. Ehrenrunde, genau. Immer wieder. Oder ist es nicht so, dass. Also es gibt ja nichts Vorbestimmtes, oder? Beides. Okay. Also auf der einen Seite ist es vorbestimmt, dass ich erwache, nur wann nicht, oder? Beides. Okay. Verdammt. Ja. Kannst du es näher erläutern, warum du beides sagst? Nee. Okay. Ich habe mich aber erinnert, dass diese Frage schon mal aufgetaucht ist. Und da habe ich immer beides gesagt und wusste auch warum. Ja. Aber jetzt gerade weiß ich nicht. Ja, das Problem ist auch, wir haben uns oft unterhalten und ich weiß dann auch nicht mehr, war das jetzt vor der Kamera oder nicht. Genau. Ihr müsst das alte Video nochmal anschauen. Wir verlinken es auch mal eben. Ja, es ist ein Mysterium, ein spannendes Thema, das aber doch das Herz berührt. Ja, das ist schon wirklich wahr. Ja. Tja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es bei dir war vorher. Aber du hast gesagt, du hast dich eigentlich nicht bewusst nach einem Erwachen gesehnt. Gar nicht. Gar nicht. Aber es war trotzdem irgendwie, war da trotzdem irgendwie so ein Wunsch da, ich will mehr frei sein oder sowas in der Richtung oder auch nicht? Die Frage hast du im letzten Interview auch schon gestellt. Das macht ja nichts. Aber vielleicht wirst du es jetzt nochmal anders und tiefer beantworten. Dann komme ich jetzt eh nicht mehr raus aus der Nummer. Ich habe mich nicht nach dem Erwachen gesehnt, weil es diese Information nicht gab in mir, dass das überhaupt möglich ist. So, als wenn du nicht weißt, dass irgendwo ein Club existiert, wo du mal reingehen kannst, hast du auch keine Sehnsucht danach, da reinzugehen. Und so war das für mich beim Thema Erwachen, Erleuchtung. Aber natürlich, wie auch bei jedem Menschen, war bei mir der Wunsch nach konstanter Optimierung und nach der Frage, wie finde ich mein Glück hier, wie finde ich meine Aufgabe hier, war eine zentrale Frage, meine Berufung. Und wie kann ich diese komplizierte mathematische Gleichung lösen von viel Geld verdienen, Berufung, tolle Frau, materieller Wohlstand, glücklich, gesund, ja, und wie kriegst du das alles unter einem Dach, ja? Ja. Hab übrigens immer noch keine Lösung dafür. Aber bist vielleicht auf einem guten Weg. Wer weiß. Ja. Aber irgendwo hast du dann trotzdem auch nicht so wahnsinnig festgehalten an eigenen Bildern, so soll es sein, weil du sonst vielleicht gar nicht offen gewesen wärst für diesen Prozess, oder ist es auch nur eine alberne Vermutung? Ja, ich finde es gut. Ja. Alberne Vermutung. Ja. Ich dachte, jetzt kommt mir das sowohl als auch. Okay, ja, spannend. Okay. Ja. Du bist spiritueller Lehrer und hilfst Menschen auf ihrem Weg. Ist es etwas, was sich für dich ganz natürlich entwickelt hat, weil du es als Aufgabe siehst? Ja, total natürlich. Also nach dem sogenannten Erwachen, ich zögere gerade, weil du halt realisierst beim Erwachen, dass es nie ein Vor- und Nachher gab, sondern das ist deine ewige Natur, die war schon immer da. Also, aber um jetzt im Strang der Geschichte ein Nachher zu bilden, um die Zuschauer nicht ganz zu verwirren, was wir schon geschafft haben, ich bestimmt. War einer der schönsten Erfahrungen für mich, keinen Wunsch mehr zu verspüren, irgendwas erreichen zu müssen. Weil davor war der Wunsch ziemlich stark, irgendjemand zu sein. Also auch auf den ich selber auch stolz sein kann. Irgendwas geschafft zu haben im Leben. Nicht einfach nur zu verschwinden und nichts Wertvolles hinterlassen zu haben. Und das war komplett weg nach dem Erwachen. Da gab es überhaupt keinen Wunsch, irgend
eine soziale oder berufliche Rolle einzunehmen. Der war komplett weg. Da gab es nur den Wunsch, das zu erhalten, was ich mir aufgebaut hatte. Und das war nicht viel. Ich hatte eine Einzimmerwohnung, die günstig war. Ich musste nicht viel Geld verdienen, um das aufrechtzuerhalten. Und alles, was ich eigentlich wollte, war Satzzahlen zu gucken, andere Lehrer zu beobachten, wie sie sind. Nicht mal das, was sie sagen, sondern einfach nur in ihrer Nähe zu sein, weil klar war, dass das jetzt ab jetzt die einzigen Wesen sind, die mich sehen können. Während die komplette Menschheit mich nicht mehr sehen kann. Und deswegen wollte ich irgendwie in ihrer Nähe sein. Und deswegen wollte ich so viel Zeit wie möglich auf YouTube verbringen, ja, und mir Satzangst angucken und alles in meinem Leben drumherum basteln, quasi, damit ich diese Zeit habe, aber halt auch meine Wohnung aufrechterhalten kann. So, mehr wollte ich nicht. So, ich konnte mir auch zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr vorstellen, eine Beziehung zu führen. Es war auch nicht mehr, kein Wunsch mehr da, auch kein Widerstand dagegen, sondern es war einfach so, okay, jetzt kann ich endlich einfach nur sein. So wie ein Kind. Einfach nur hier sein und spielen. Ohne irgendwelche Ansprüche an mich selbst, von anderen, ohne Ansprüche von mir, an andere, sondern einfach nur hier sein. Und dann, um es kurz zu machen, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und in dieser Zeit sollte ich ein Projekt machen, wo, also es war im Rahmen der Ausbildung vorgesehen, dass man eine Stunde redet über ein psychologisches Thema. Und ich war zwar interessiert daran zuzuhören, weil es einfach mein Naturell ist, ich höre einfach gerne kompetenten Menschen zu. Und Psychologie hat mich einfach interessiert. Aber ich wusste auch nicht, dass das die endgültige Wahrheit ist. Und ich wusste auch, dass man mit diesen Mitteln Menschen nicht wirklich von ihrem Leid befreien kann, sondern es nur verschieben kann. Und deswegen konnte ich nicht authentisch über ein psychologisches Thema sprechen. Also über ein psychotherapeutisches Thema, besser gesagt. Und habe dann, weil ich keinen Ausweg wusste, meine Lehrerin gefragt, ob ich nicht einen Satsang machen könnte. Und dann war die Herausforderung, zum ersten Mal eine Stunde vor 30 Leuten zu sprechen, ohne zu wissen, was kommt. Was passiert. Ja, total improvisiert. Ja. Und das kam halt, ich sag mal salopp, so gut an, dass ich halt in den Pausen zwischen den Unterrichten halt oft Ansprechpartner war für Lebensfragen. Und es hat, das, was ich gesagt habe, hat den Menschen halt scheinbar so viel geholfen und gedient. Und ich habe gespürt, dass es mir eine Freude macht, darüber zu sprechen. Dass ich mir immer mehr vorstellen konnte, dass dieses Spiel häufiger zu spielen. So, und so hat sich das organisch dann entwickelt. Aber da war nie, bis heute nicht, da war nie irgendwie ein Festhalten an der Lehrerrolle, sondern es bleibt immer noch, obwohl es jetzt scheinbar so lange schon dabei bin, es ist immer offen, dass ich alles komplett wieder neu ausrichten kann, neu strukturieren kann und ich, keine Ahnung, ich werde wohl wahrscheinlich keine Brötchen backen mehr in meinem Leben, aber ich könnte auch komplett etwas anderes hinter den Kulissen machen, wenn das Herz mich dazu aufruft. Also es gibt auch keine Karriereplanung. Es gibt keine Karriereplanung. Ja. Es gibt nur den Wunsch, immer mehr darin zu wachsen, dem Herzen zu dienen. Und für mich heißt das auch, dem Ganzen zu dienen. Schön. Die Menschen, die zu dir kommen oder die dich um Rat fragen, gibt es da bestimmte Themen, die sehr häufig vorkommen? Natürlich jetzt abgesehen von dem Wunsch nach Erleuchtung. Oder es ist sehr, sehr mannigfaltig. Es ist schwierig, das zu beantworten, weil da kein großes Interesse ist, sich das zu merken. Ja.
So, wenn mir jetzt irgendwas spontan eingefallen wäre, hätte ich es dir gesagt. Aber natürlich, ich versuche natürlich, das so, wenn es möglich ist, so schnell wie möglich auf das Wesentliche auszurichten, egal mit welcher Frage jemand kommt. Weil die letztendliche Sehnsucht ist immer das Erwachen. Aber wenn natürlich jetzt gerade die Kapazität nicht da ist und manchmal scheint es so, dass man sein Ego auch richtig mal in Besitz nehmen muss, um es loszulassen. Paradoxerweise. So, zum Beispiel, jetzt mal um ein Extrembeispiel zu nennen. Menschen, die eine Psychose haben, in welcher Form auch immer, die schicke ich dann gerne weiter, weil die sind bei mir falsch. Aber das sind zum Beispiel Menschen, die eine so schwache Identifizierung haben mit ihrem Ich, mit ihrem Ego, dass sie kein vernünftiges Leben leben können. Und Da wäre es fehl am Platze, sie noch zu ermutigen, da noch mehr loszulassen. richtig, Ja. richtig. So, das heißt, da hat sich eine bestimmte Struktur noch nicht gebildet, die für praktische Lebensaufgaben total wichtig ist, die man auch nicht verliert nach dem Erwachen, aber die man, es ist schön, wenn man die schon mal aufgebaut hat, damit man nicht komplett orientierungslos ist später. Heißt aber jetzt nicht, dass man einen allgemeinen Satz draus machen könnte, so nach dem Motto, du musst zuerst ein kraftvolles Ego haben, um danach erleuchtet werden zu können? Oder doch? Der kraftvolles Ego würde ich gar nicht sagen. Ich würde einfach sagen, man braucht eine starke Ich-Funktion. Oder es ist, man kann überhaupt nicht pauschalisieren. Ja, das Das glaube ist ich. das Ja, das Problem. macht es ja Man kann so, es überhaupt nicht so pauschalisieren. spannend und sowohl als auch. Ja. Ich stelle einfach nur fest, in der Ja. Vergangenheit, dass wenn jemand labil ist in diesem Bereich, dass es fehl am Platz sein kann, nach Auflösung zu streben, weil das nicht ins Timing passt. Ja, schön gesagt. Ja. Und dementsprechend kann ich das, ich sage das nur, um zu sagen, ich kann das nicht immer auf das Thema Erwachen fokussieren. Aber in der Regel gehe ich davon aus, wenn jemand zu mir kommt, dann hat er ein Interesse am Erwachen, weil das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Ja. Das auch nicht passt, aber Eindeutig, so. ja. Und wenn das nicht gewünscht ist, dann ist es sowieso nicht richtig bei mir. So, aber ob das jetzt direkt angegangen werden kann, also ob man jetzt jemanden einladen kann, sich jetzt sofort ins Bett zu legen, um bei der Metapher mit dem Einschlafen zu bleiben, und dem zu sagen, okay, jetzt und jetzt lass los. Oder ob da noch bestimmte Lebensthemen sind, wo jemand überhaupt nicht loslassen kann, bis er das nicht gelöst hat. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, Okay, ja. aber man kann nichts pauschalisieren, nichts. Dafür ist das Leben zu komplex. Und jeder Fall zu individuell. Gibt es dann gar keine, ich sag mal überspitzt formuliert, Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die für alle gelten? Es gilt für alle, dass sie alle ihr wahres Selbst sind. Immer. Ja. Und Erleuchtung ist eigentlich mehr ein Synonym für das wahre Selbst als eine Bezeichnung für ein Ereignis im Leben. Und die Erleuchtung ist immer da. Sie ist hier, du bist sie, ich bin sie, der Tisch ist sie, alles, was hier ist, ist sie. Und man kann es halt mit dem Verstand nicht erfassen, weil der Verstand eine Schere ist. Er kann einfach nur trennen. Aber die Realität ist ungetrennt.
Sie, nur in unserem Kopf ist sie getrennt. Und egal, welche Gesetzmäßigkeiten wir erstellen, wir benutzen immer die Schere dazu. Ja. Und genau die gilt es loszulassen. Das ist so, als würdest du fragen, okay, jetzt lass uns mal einschlafen. Welche Gesetzmäßigkeiten gelten für alle? Ja, lass uns darüber reden. Ja? Ja. Lass uns das vertiefen. Ja. So, das heißt, wir damit verzögern wir nur das Einschlafen. Und auch das spirituelle Erwachen. Genauso. So, alles, was dir beim Einschlafen nicht dient, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ist eine Gesetzmäßigkeit, um darüber nachzudenken und das erforschen zu wollen und verstehen zu wollen und dient die Gründe der Gesetzmäßigkeit dir da fragen zu wollen. Ja, ja, ja. Alles, was jede Theorie und Philosophie des Einschlafens hilft dir nicht beim Einschlafen. Mhm. Praktisch. Und trotzdem hilft mir ein richtiges Buch, weil das sozusagen schon dahin deutet, wo es vielleicht hingeht. Richtig. Das Buch kann dir dann sagen, höchstens, okay, jetzt entspann dich, Thomas. Ja. Entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Und dann ist es der Spontanintelligenz des Lebens, manchmal auch Gnade genannt, überlassen. Es sagt, okay, jetzt. Schön. Man weiß es ja gar nicht, wie viele Menschen erwacht sind oder nicht, ja, hier auf unserem Planeten. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber wissen tue ich es auch nicht. Ist es aus deiner Sicht, also ist es bedenklich, dass so wenig Menschen erwacht sind, oder hat das gar keinen Sinn, auch darüber wieder nachzudenken? Ja, alles in deine Antwort. Aber ich du reitest ja nicht wieder rein. Und du musst diese Nebensätze lassen, Thomas. Die gute Nachricht ist, es ist immer alles in bester Ordnung. Das ist die übergeordnete Wahrheit. Mhm. Egal wie schlimm es aussieht. Egal wie schlimm es aussieht. Die übergeordnete Wahrheit ist, es ist immer alles in bester Ordnung. Du bist absolut in Sicherheit. Immer. Ob dir das bewusst ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber aus einer erwachten Perspektive, die keine intellektuelle Perspektive ist, sondern die Fähigkeit, sich selbst jenseits von Raum und Zeit wahrzunehmen. Immer. So, und aus einer erwachten Perspektive, weil ich jetzt sehen kann, dass du und ich das gleiche Wesen sind und dieses gleiche Wesen auch jenseits von Raum und Zeit existiert, nicht nur im Diesseits, sondern auch im Jenseits und frei ist von allen Geschehnissen auf der Welt und von ihnen überhaupt nicht berührt werden kann und nicht zerstört werden kann. Und dieses Selbst, das Selbst aller Menschen ist, aller Pflanzen, aller Tiere, aller Gegenstände, aller Planeten, jeder Energie, jeder Materie, ist alles immer in bester Ordnung. Heißt das jetzt, dass wir unseren Ruf, den Ruf unseres Herzens ignorieren sollen? Nein. Weil wir ansonsten das gar nicht realisieren, dass immer alles in bester Ordnung ist. Unser Herzensweg führt uns dahin, indirekt. Mhm. Unser Herzensweg führt uns ins richtige Bett, in dem wir spirituell erwachen. Und dann sehen wir das quasi mit eigenen Augen. Wir erleben das so in jedem Augenblick, dass die Realität nicht nur dual ist, dass es nicht nur Gut und Böse gibt. Jetzt mal ganz mit ganz einfachen Worten, die aber klar sind. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Und das, was uns erscheint, dass das Böse über das Gute triumphiert oder das Gute über das Böse, das ist das Spiel. Dieses Spiel ist aber eingebettet in etwas, das ewig gut ist.
etwas Drittes, könnte man sagen. Deswegen spricht man auch von der Trinität oft. Mhm. Dieses Dritte ist aber jenseits der Welt. Dieses Dritte sind wir selbst. Wir sind alle dieses eine Wesen, in dem all diese Spiele stattfinden und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven und Leben wahrgenommen werden. Und wer das sieht einmal, wer das ist, weil da gibt es dann keine Trennung mehr zwischen Sehen und Sein. Wenn du das bist und das gleichzeitig siehst, was wir alle sind, dann siehst du, dass das Böse noch nie eine Chance hat. Nicht die geringste. Mögen das die Schlussworte sein. Finde ich auch. Danke. Dankeschön. Alles Gute.